Bei Witherstorm sind wir jetzt bei Phase 7 angekommen und können ihn jetzt endlich killen. So, dafür lassen wir uns einfach mal von einem dieser Strahlen auffangen. Während das passiert, können wir uns eine Enderperle in die Offhand packen und damit unseren Crossbow laden. Und ihr seht, da oben ist irgendwas Komisches. Das ist nämlich ein Portal. Und das heißt, dort können wir uns jetzt reinporten. Und wir sind jetzt hier. So, Leute, wir haben uns vom Witherstorm jetzt ins Innere teleportiert. Jetzt müssen wir nur noch den Command-Block finden und abbauen. So, Leute, da sind wir. Und da ist auch der Command-Block. Okay, und jetzt beginnt der nächste Bossfight. Denn jetzt würde ich sagen, zack, hauen wir es an, gehen direkt weg. Und jetzt beginnt ein Bossfight, Freunde. Wir werden jetzt durch verschiedene Stages durch. Am Anfang spawnen hier irgendwelche infizierten Monster. Und ich würde sagen, die killen wir natürlich alle erst. Und ihr seht, hier sind schon wieder Köpfe. Zack, und wir haben den nächsten Hit. Und es beginnt die nächste Phase, Freunde. Hier ist wieder so ein Wither-Symbiont. Den müssen wir natürlich wieder auch killen. So, und der nächste Hit. Let's go, let's go, let's go. Schnell wieder runter, schnell wieder runter. So, und jetzt ziehe ich hier auch noch diese komischen Köpfe an. Die schießen natürlich wieder an. Natürlich sind hier wieder alle infizierten Monster gerade am Kämpfen. Ich würde sagen, es ist Zeit, zum Command-Block zu gehen. Ich glaube, so langsam müsste ich hier hoch können. So, ich werde die ganze Zeit runtergeschlagen. Ich glaube, ich habe eine ziemlich gute Idee. Ich lade wieder meinen Crossbow mit einer Enderperle. Schieße drauf und zack. Und der nächste Hit. Let's go. So, und da sind wir wieder. Und ihr seht schon, Leute, wir haben den Witherstorm tatsächlich endlich besiegt. Also, Leute, was soll ich jetzt nächstes ausprobieren?